Und damit willkommen zurück zu Prison Architect, wo wir in der letzten Folge hier unseren Forstbetrieb gestartet haben und uns das anschauen, wo wir die Zeiten wieder geändert haben und natürlich unsere Zellen noch ein bisschen erweitert haben, damit mehr Häftlinge eintreffen können und wir auch mehr Geld verdienen, weil wir schon wieder minus sind. Irgendwie kriege ich das dieses Mal nicht ganz so gut hin. Aber wir haben auch mehr Wachen, wir brauchen irgendwie zu viele Wachen. Es liegt vielleicht aber auch daran, in der Season 2 habe ich keine hohe Sicherheitsstufe mit reingenommen. Und jetzt haben wir sie und die sind natürlich schon ein bisschen in Arbeit. Ich muss ein bisschen mehr Unterdrückung machen. Auch unsere Arbeiter sind ganz schön am Schuften, am Kloppen, am Tun, am Machen. Und deswegen komme ich nicht immer hinterher mit dem Lagern. Wo man hier halt sieht, was ist das eigentlich? Ist das jetzt das Lager? Ich glaube, ja, ich glaube, das hier war das Lager. Das ist natürlich ziemlich voll und wie man sehen kann, es wird auch massig eingeliefert, was dann draußen steht und noch gar nicht verlegt wurde in die Küche. Also, ich muss wohl gleich mal dafür sorgen, dass wenn das hier weg ist, dass dann ein ganz kleines bisschen lang der Kram einfach läuft. Damit das aufhört, damit das, oder was heißt aufhört, damit es erstmal aufgefüllt werden kann. Wir warten ja eh gerade noch darauf, dass die ganzen Zellen befüllt werden. Gebaut werden. Was ich natürlich dann noch machen muss. Ich wollte mir jetzt hier einmal schnell so ein kleines Baby angucken. Oh, halt, wo bist du hin? Oh. Du hast aber süße Knopfaugen. Weiß ich nicht. Du hättest gern was zu essen. Ist verletzt. Was sagt denn hier die Logistik? Sechs hätte. Einen hätten die gern, sechs sind im Angebot. Also. Kannst ruhig was futtern. Da ist mehr als genug an Futter vorhanden. Ich weiß nicht, was du willst. Du bist hungrig, ja. Da ist Essen. Du kannst essen. Oder musst du trotzdem hier rüber? Das weiß ich jetzt nicht. Wenn das hier fertig ist, um nochmal schnell zum Satz zurückzukommen, dann muss ich natürlich noch schnell die kleinen Rohre legen. Schnell nur noch. Und das ein oder andere noch dazu. Jetzt haben wir einen Todesfall. Warum wurde hier jemand getötet? Weil Spitzel. Oh, ich kann nicht. Ariana, ich bring dich um. Und, Gabriela auch. Scud und Headlad. Naja, wir gucken mal. Kann es sein, dass der tägliche Cashflow auch dadurch runtergeht, weil natürlich hier, weil ich halt dauerhaft Sachen beliefern lasse. Also, weil halt dauerhaft Nachschub kommt. Dann habe ich ja hier den Forstbetrieb gebaut. Ich hätte es nämlich gerne, dass wir dann auf der anderen Seite noch einen Eingang machen. Und darüber kommen dann die Schwerstbewaffneten, die schwerste Sicherheitsstufe mit einer kleinen Kantine, eine kleine Küche und so weiter und so fort. Damit hier nur noch gearbeitet werden kann. Ein Mini-Putzraum, eine Mini-Wäscherei, also einmal alles rein. Auch der Besucherraum soll da rein. Halt von jedem nur eine kleine Variante. Die Bewährung, ja, packe ich vielleicht auch noch schnell einen Tisch rein. Aber ich glaube, die würden für die Bewährung hier rüber gehen. Das werden wir dann sehen. Es kommt dann hier hin. Der Forstbetrieb macht das alles schon. Dann kommt hier noch eine Verbindung rüber. Und dann kommt hier wohl eine Schutzhaft hin. Und dann werden wir uns wieder erweitern. Ich hoffe, bis dahin ist ein bisschen Kohle reingekommen. Damit wir da noch ein bisschen mit zum Spielen haben. Nicht, dass ich andauernd die Gefängnisanteile verkaufen muss. Weil ich hätte gern so, ich sag mal, wenn man nochmal eine dritte Staffel startet, ich kann es jetzt immer noch nicht sagen, wir sind noch nicht mal bei 20 Folgen hier, wir haben noch nicht mal ein Zehntel von dem geschafft, was ich gern schaffen würde, von der Anzahl der Insassen, sollte ja 1000 sein, so rum, vielleicht auch nur 500, wir gucken mal, wie gut das funktioniert mit den Frauen, dann würde ich ja gern nochmal was machen mit Temperatur. Gucken, ob wir das hinbekommen zu einem zufriedenstellenden Punkt. Ja, und wenn man dann die dritte macht, dann hätte ich gerne ein bisschen mehr Kohle als hier jetzt. 400, hat man ja gesehen, 450.000, insgesamt 600.000 hat jetzt für das hier gereicht. Also einmal in der Größe, so circa das hier haben wir uns jetzt noch ein bisschen dazu verdient, mit ein bisschen Plus. Bisschen nur mal kurz hätte ich haben können, irgendwie wiederhole ich die Worte andauernd und gewöhne mir sehr viele Worte an. So, haben eigentlich schon ein paar Leute die Werkstatt bestanden. Programme. Sicherung in der Werkstatt. 16 beendet, 10 bestanden. Sehr gut.
Hygiene in der Küche haben 18, Verhaltenstherapie hat keiner, da kriegen wir auch keine weiteren. Achso, ich habe keinen weiteren Psychologen. Kriege ich noch einen Psychologen rein? Ich brauche keinen Rechtsanwalt. Der ist echt teuer. Verhaltenstherapie Start. Dankeschön. Jetzt können wir auch dreimal. Weil zweimal 9 bis 11 und einmal 2 bis 4, das sind dann die anderen Insassen, die natürlich zu unterschiedlichen Zeiten Zeit haben. Gut genährt, unterdrückt, eine Abschreckung wegen Strafe und 4 Häftlinge wurden grundlos durchsucht. Was für ernsthafte Beschwerden haben wir denn zurzeit hier? Bedürfnisse, wir haben Hygiene, gut, das regelt sich von alleine. Familie und Training. Das kriegt ihr beides hier drüber. Da fällt mir gerade ein, so mit Luxus. Ich könnte natürlich auch in jede einzelne Zelle noch eine Telefonzelle reinknallen. Das wäre aber, glaube ich, ein bisschen sehr hart. Die müsste ich ja auch irgendwann, ich wollte ja den Sicherheitsstandard, zumindest in den Hochsicherheitstrakt, sehr stark anheben. Müsste ich die dann alle kontrollieren. Das wäre mir persönlich zu viel. Wir kriegen gleich 12 neue Häftlinge rein, und zwar jetzt. Yay! Häftlinge. So. Ich werde die hier jetzt, von den Wachen werde ich jetzt auch nicht weiter erhöhen. Ich würde gern Hundeführer haben. Dann natürlich die Taser-Ausbildung, also braucht man eine Waffenkammer. Und bewaffnete Wachen, zumindest auf dem Hof. Und dann gucken wir. So, macht mal ein bisschen Platz. Lasst sie rein. Damit sie eine Chance haben. So. Na, ihr. Da ist einer. Naja. Baileys. Madeleine Chantal. Elson. Ja, wie wird das denn ausgesprochen? Aliana Quayle? Ich kann das nicht. Quayle? Oder Wyitz? Nee, Wyitz? Wenn einer weiß, wie es ausgesprochen wird, dann, ja, schickt mir eine Lautschrift. Es ist mir egal. Oh, Brüste. Oh mein Gott, die zeigen hier aber auch alles. Das muss ich auf jeden Fall zensieren. Du wurdest du wurdest gerade entlassen, oder was? Ernste Körperverletzung. Hat aber auch schuldig beantragt. 6,9 Jahre ist abgeschätzt. Rückfallwahrscheinlichkeit 19%. Sehr gut. Eine Bestrafung. Wurde auf jeden Fall hart bestraft. Besserung. Hat alles Mögliche mitgemacht. Sicherheit war sehr gut. Und Gesundheit ist ja in Ordnung. Bin gut genährt. Rückfallwahrscheinlichkeit 9% ist ja gar nichts. Sehr, sehr gut. Und der Lagerraum hat sich ein bisschen geleert. Das finde ich schön. Was sagt die Werkstatt? Arbeitet ihr jetzt? Wir brauchen ja mehr Kohle. Steigern Sie auf 100. Wir haben 99. Jetzt machen wir da eine Zelle fertig hier. Habt ihr überhaupt schon irgendwas produziert? Nö, sieht nicht so aus. Faulen Säcke, ey. So, da und da. Ja! Wir haben die 100 erreicht. Sehr schön. Wow, mitten in der Speicherung. Sehr gut. Die Performance mag ja sowieso die Versorgungslinie. Machi. Maggi. Oder einfach schneller machen. Da. So, ihr dürftet jetzt auch endlich versorgt sein. Du bist immer noch hungrig und verletzt. Müde bist du auch. Verstehe ich nicht. Schade, dass ich hier auch nicht sehen kann, wie alt die sind. Und ich weiß auch nicht, wie das abläuft. Kann mir das irgendeiner von euch sagen? Also, ich sag mal, wenn es Säuglinge sind, ist es ja irgendwie klar, dass sie erstmal bei der Mutter bleiben. So, auch wenn ich es ein bisschen hart finde, ein Kind mit in den Knast zu stecken. Aber ich sag mal, wenn es jetzt nur so ganz, ganz schwache
Verbrechen waren, dann kann ich es ja verstehen. Aber was passiert denn jetzt als Beispiel, wenn das Kind 3 Jahre alt wird? Also wenn es die Mutter im Alltag nicht mehr so stark braucht. Es ist natürlich immer noch gut, bei der Mutter zu sein, aber mit 3 Jahren kann man auch mit anderen Menschen Zeit verbringen, ohne dass man, Was machst du denn? Ach, du duschst da. Okay. Ohne dass man verhungert oder was auch immer. Wie wird das dann gemacht? Werden die dann in Pflegefamilien gegeben? Oder wie läuft das ab? Ich könnte natürlich selber googeln, aber wofür habe ich euch, ne? Nein, das ist Spaß. Ich werde es auf jeden Fall selber googeln, aber was glaubt ihr? Was wisst ihr? Das ist ja auch immer eine Frage. Und wir hätten gern noch ein paar Zuschüsse. Besserung durch Bildung kann ich leider noch nicht. Hundeführer. So, da kriegen wir erstmal 15.000. Das heißt, die kriegen wir mit. Küche läuft auch besser. Zumindest ist hier noch Essen übrig, wenn die hier am Futtern sind. Das ist gar nicht so verkehrt. Und warum fehlt der Strom? Weil ihr die Stromkabel noch nicht gelegt habt. Oder habt ihr die Stromkabel gelegt? Sind die gelegt? Ja, die sind doch gelegt. Weil da ein Stromkabel fehlt. Dann mal los. Gibt Gas, gibt Gas. Aber war ja klar, dass mir erst auffällt, dass die nackt, natürlich so duschen die nackt, aber dass man halt bei denen mehr sieht als nur einen behaarten Oberkörper. Dass mir das erst auffällt in Folge 9. Ich glaube, das ist jetzt Folge 9. Hab jetzt mal vor der Aufnahme nicht nachgezählt. Aber dass mir das jetzt erst auffällt, ist natürlich klar. Hier ist immer noch saudreckig. Was sagt denn Personal? Hab ich noch einen Hausmeister? Brauche ich hierfür eigentlich einen Gärtner? Oder wer kümmert sich da drum? Das weiß ich nicht. Ich könnte natürlich noch Hausmeister einstellen, aber ich bin mir gerade nicht so sicher, dass ich das möchte. Gärtner brauchen wir auch nicht. Bewaffnete Wachen haben wir eh noch nicht. Okay. Jetzt greifen wir erstmal nochmal elf Häftlinge ein. Das wird dann nochmal zusortiert. Und wir ziehen hier schon mal ein Fundament. Auf die andere Seite. Wie groß waren das? Das dürften... Na gut, eine genaue Kopie muss es ja jetzt auch nicht sein. Aber ich mache es jetzt einfach mal so. Das darf dann bis da, was natürlich nicht geht. So. Und dann kommt große Gefängnistür. Die sollen trotzdem direkt gegenüber. Schauen wir mal. Wow. Nein, 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 nein. Wieder auf schnell, bitte. Und wir gucken mal hier ein bisschen zu. Wer ist das? Ach, Bewährungsanwalt. Gleich 2 Stück. Ne, Direktor und Anwalt. Perfekt. Ja, schön fleißig, Jungs. Schön fleißig. Ein paar sind leider nicht frei. Ich will jetzt nicht so große Bauprojekte auf einmal machen, damit sich das hier ein bisschen erholen kann, damit sie mal ein bisschen Müll wegbringen können und die dreckige Häftlingsuniform und die Exporte sollen weg, das Essen muss ran, bla bla bla. Das werden wir ja sehen. So, das ist schon mal fertig. Was aber auf jeden Fall kommt... Ich habe die Chance genutzt und habe mir kurz was zu trinken eingefüllt. Das hier. Zack, zack. Und zack, zack. Das ist auf jeden Fall logisch und auch sehr wertvoll, solche Räume. Also Gefängnistüren, Wände, Gefängnistüren, das braucht jeder. Also jedes Gefängnis braucht so einen Bereich ohne irgendwelche Zuordnung. Das ist wichtig. Ich nehme nochmal schnell ein Schlückchen. Danke. Und natürlich sorry, weil ihr warten musstet. Wo willst du jetzt hin? Ach so, einfach nur Müll abstellen. Gut, gut, gut. Jetzt kommt. Kriegen wir das hier hin? Das ist immer noch nicht wirklich aufgeräumt, ne? Immer noch nicht wirklich aufgeräumter.
Aber die Versorgung sieht gut aus. Also die Dinger sind auf jeden Fall befüllt. Es ist noch nicht komplett voll. Also wir kriegen noch mehr unter. Besuch ist da, Bewährung ist da. Das klappt alles. Jetzt ziehst du hier den Kram ran. Ein Abstand ist genug. Sind alle beschäftigt oder haben immer noch ein paar Freunde? Ne, natürlich werden alle beschäftigt. Das hat sich aber gelohnt hier. Für eine nicht mal volle Packung Eier. Wow, und ein bisschen Müll. Ach, die haben wir weggeschmissen, die Eier oder was? Ne, die kommen jetzt. Ach, ihr lagert erst Müll in den Lieferwagen, der Nahrungsmittel bringt. Und dann nimmt ihr die Nahrungsmittel raus. Das ist natürlich Hygienebestimmung pur. Respekt an, ich gehe mal davon aus, dass das das Amerika ist hier. Respekt an amerikanische Gesundheitsbestimmung. Wirklich ganz toll. Ich gucke jetzt gerade hier bei den Familienzellen. Gibt es da irgendwelche neuen Bilder? Gibt es da irgendwas Neues, was man anklicken kann? Stapel wegwerfen habt ihr immer noch nicht gemacht. Weil ihr hier zu beschäftigt seid? Oder wie sehe ich das? Na egal. Auf jeden Fall ist das hier saudreckig. Ihr schmeißt die Hälfte auf den Boden. Stört mich persönlich schon. So, da soll noch ein Eingang hin. Das machen wir aber nachher. Der ist erstmal noch nicht so wichtig. Beton, ja. Betonia. Einfach mal so ein paar Betonien hingeknallt. Wenn man das so ausdrucken möchte. Und wir haben einen richtig guten Cashflow. Wir haben richtig viel Gewinn. Endlich mal wieder. Das hatten wir hier 27 Meter. Obwohl, ich kann es ja gleich durch... Nein, nein. Das kannst du mal kurz entfernen. So. Obwohl nicht. Ich glaube, ich mache das nur bis hier, ne? Komm, machen wir das bis da. Dann ist das circa auf dieser Höhe. Knallen wir da jetzt Schwerverbrecher rein? Oder Frauen... Kinderelternknast? Oder was packen wir da rein? Werde ich gleich mal nachgucken. Werden wir gleich mal nachgucken. Wir gönnen uns eine Razzia in der Zeit. Hier darf Tür offen. Achso, nein, 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 nein. Entriegelt bitte. Damit die erstmal da durchkommen können. Na, finden wir einen Tunnel? Ich glaube, wir hatten noch gar keinen Tunnel, oder? Bin ich da jetzt raus? Aber Alkohol haben wir eine ganze Menge. Zigaretten, Gift, Gift sowieso. Tabletten auch. Und ganz, ganz viel Werkzeug. Gabel, Löffel, Schere, Licht sind für kleine Häftlinge nicht. Und wir spielen wieder unser Spiel. Da jetzt eine Verbindung? Kriegt ihr das hin? Oder seid ihr noch nicht fertig? Gut. Du wolltest also abhauen, ja? Ausbruchsversuch. Ja, war ja klar. Du bist ein Idiot. Als wenn du hier so leicht rauskommst. Ich habe jetzt diese Art gemacht, weil hier hinten eine Betonwand gezogen wird. So. Und hier vorne sollte nochmal so eine Sicherheits... Also hier so ein Hunde patrouillieren oder zumindest ein Hund immer so im Kreis. Und vielleicht nochmal eine Zweiertür mit Metalldetektoren, damit jeder abgesucht wird, der da reingeht oder rausgeht. Damit das auf jeden Fall keinen Stress gibt. In keinerlei Art. So, ja, ihr werdet natürlich grundlos durchsucht. 10 Häftlinge sind auch noch eingesperrt. Das wollen die gar nicht. Willst du auch fliehen, oder was? Ausbruchversuch, Zerstörung und Personal angegriffen. Idiot. Mensch, ihr seid doch ganz schön doof.
zieht das durch. Ey, jetzt reicht's aber langsam. Egal, wir haben die 20 Minuten erreicht. Der Raum ist schon mal fertiggestellt. Ich mache den Türmodus wieder auf normal, sonst vergesse ich das. Zack, zack und zack. Und wir brauchen auf jeden Fall Hunde und so weiter. Ja, ihr dürft rein und ihr dürft da auch rein. Oder Müll wegbringen. Gut, wir sind erstmal wieder durch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, Leute. Tschüss.